Diesmal darf aber jemand anders fliegen, fahren. Dann fahre ich. Also ein herzliches Willkommen zurück hier bei, ich weiß immer noch nicht, wie ich es nennen soll. Irgendwas mit Ark und Community. Ich lasse mir noch was Tolles einfallen. Inuki ist noch da. Die Community-Chaoten. Community-Chaoten, oh. Sekaya ist noch da. Die sagt nichts. Und Xa hat uns gerade mit einem Drachen überrascht. Weißt du, da denkst du dir nichts bei und dann landet plötzlich so ein Drache hinter dir. Ich bin ein klitzeklein wenig erschrocken. Und wir fahren jetzt mal von unserem Klotz weg, weil wir auf der Suche nach einem sinnvolleren Bauplatz sind. Und haben uns, nachdem wir gesehen haben, dass die eine hübsche Bucht heutzutage der Sumpf ist, dazu entschlossen, einfach auf der anderen Seite von... Wie hieß es? Hekona? Habe ich Hekona richtig im Kopf? Hegona, auf der anderen Seite zu bauen. Oh. Haben wir das schon beschlossen, okay? Wir wollten uns zumindest anschauen und wenn es nichts dagegen spricht, wäre das doch eine Idee. Was hältst du von der Klippe da oben geradeaus? Sollen wir uns das Hätte mal angucken? Vielleicht noch ein bisschen weiter geschaut. Sollen wir noch weiterfahren? Wenn alles so auf einem Fleck ist, wäre es mein Gedanke. Ja, aber so eine Bucht wäre halt prinzipiell schon echt cool. Ja, aber hier gibt es ja auch viel an Wasser. Gibt's denn auch noch? Bei 85,50 ist auch eine Bucht. 85,50. Oh, die ist aber ein ganz schönes Stück weg. Aber gut, dann peile ich mal 85,50 an. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Insel ist. Mal gucken, ob im Chat gleich kommt. Oh, super, guck mal, sie fahren dahin. Juhu, da failen sie wieder. Die Frage ist halt, hat da schon jemand anders gebaut? Weil es ist ja dann schon ziemlich im Süden. Ja, und im Süden haben ziemlich viele gebaut, hieß es, ne? Die ist dann schon Wenn sehr man auf Schnellreise klickt, kann man da nochmal abbrechen? Ja. Ich weiß es tatsächlich nicht. Weil sonst kann man da ja sehen, wo schon Betten sind, oder nicht? Das ist nicht. Warte, ich bleib mal zur Sicherheit stehen, nicht, dass du wegglitschst. Dann kannst du ja mal kurz gucken. Ja. Und? Da sind viele Betten. Also wahrscheinlich ein bisschen versetzt. Also fahren wir da nicht unbedingt hin, habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, die haben sich halt alle im Süden angesiedelt. Ist kaum einer irgendwo im oberen Teil der Karte. Ja, und ich glaube, wenn wir bis zu, keine Ahnung, 60, 15 fahren, das ist A, sehr, sehr weit und B, habe ich keine Ahnung, was da dann wieder los ist. Sind denn da auch Betten? 60, 15? Ja. 60, 15, nee. Das ist auch so ein Inselchen. Ich weiß nicht, sollen wir uns das dann mal angucken gehen? Wir können ja mal rumfahren und uns was angucken. Jo. Dann wird das wohl eine Reisefolge. Dann also die sind alle verlassen. Nur so grob bis 80 unten gebaut. Und auf der linken Seite ist nichts höher. Das heißt, wir wären da aktuell alleine. Und der Schneebiom, das ist wahrscheinlich irgendwo oben bei 20, 30, oder? Wo Danu siedelt. Danu ist bei 30, 40 in etwa. Okay. Ach, da oben, okay. Ja, dann peile ich mal das an. Das ist natürlich echt ein ziemlich weites Stück. Aber, ja. Wir haben ja gerade nichts Besseres vor, wa? Also ich hatte mal irgendwo eine Base bei, ich weiß nicht, ob es mehr 30 oder 35 war und irgendwie 15 oder 20, so in dem Dreh. Relativ weit oben, das war gerade an der Grenze vom Schneebiom. Ich glaube, die Inu und ich hatten mal eine Base so irgendwo in der Gegend 80-20 und da glaube ich auf der Insel dann eher so, keine Ahnung, 85-25 wahrscheinlich. War unser einziger Versuch bisher auf The Island, oder? Irgendwo die Gegend müsste das gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr ganz, aber irgendwo da ganz drüben war das. Also wenn es uns da hinten gefällt, dann kriegt Larisse das nächste Mal beim Einloggen den Auftrag, alles abzureißen, zu sterben und bei uns wieder aufzustehen. Oder wir leihen uns von irgendjemandem einen netten Vogel und... Oh. Das kannst du aber nicht machen. Was ist mit Lady? Stimmt. Guck mal, da ist ein Schiff. Das ist die Advanced Drafts Mod. Da hat schon einer ein richtiges Schiff gebaut mit einem Drachen vorne dran und einem Drachen oben drauf. Lass mich raten, das ist Xar.
der Server hier jetzt auch schon länger oder erst seit gestern? Ich weiß nicht, wer steht denn da oben drauf? Da steht jemand. Oder es könnte auch Baloo sein, der hat sich doch ein Boot gebaut. L-Y-O-Koth oder so ähnlich. Wenn ich den Namen gerade richtig lese. Und wer steht da oben? Ja. L-Y-O-K-O. Das ist seine Nussschale. Also, da drüben. Bei mir sind nur leider die Bugfiguren. Dieser Drache vorne hat bei mir leider keine Texturen mehr. Warum auch immer. Die sind bei irgendeinem Update kaputt gegangen. Du hast noch keinen Drachen. Kein Boot. Ja, auf dem anderen Server. Auf dem Arc Volcano Spiel von mir. Da habe ich auch mir so ein Bötchen gebaut. So, wo sind wir denn dann jetzt ungefähr, wenn wir da sind? Spontan würde ich noch sagen, noch ein ganz schönes Stück weiter geradeaus. Ja, auf jeden Fall geradeaus. Wir müssen da irgendwo hinten um die Insel noch rum. Also es darf theoretisch vor mir kein Land mehr sein. Die Bucht mit bei 85, 50 so. Das ist das, was ich glaube ich vorgeschlagen habe. Ja, jetzt. Das müsste die sein. Können wir mal reinfahren und gucken, ob da schon jemand ist. Ja, wenn da so Betten. Ihr habt doch gesagt, da sind Betten, oder? Ja, aber das könnte jetzt auch alles von den Booten gewesen sein. Das würde dann erklären, warum die alle im Wasser sind. Ich hätte jetzt halt einfach vor allem gedacht, dass die Betten verschoben sind. Also wollt ihr da rein? Ja, habe ich richtig gemacht. Oh, Hippo hat gerade neu angefangen. Habt ihr gelesen? Nein. Und ja, der Déjà-vu hat auch... Nee, hat den Ark verlassen. Ich habe da oben eine Einblendung gehabt, dass Hippo dem Stamm gerade beigetreten ist. Ach, das habe ich nicht, die Einblendungen. Ich habe die. Was ist denn das da vorne? Ich glaube, da will gerade jemand bauen. Guck mal, da vorne ist wer. Da ist ein Wasserzweig. Ja, mit Dark. Dark. Mit Sattel. Dark. Wie heißt der? Dark. Dark Cerdor. Ach da, der ist auch die ganze Zeit nicht geladen bei mir. Habt ihr den nicht gesehen? Ich sehe den. Hallo! Ich habe nur den Kirito gelesen. Aber interessant. B ist übrigens standardmäßig Voice Activation, also zum Labern in der Umgebung. Aber hier sehe ich jetzt tatsächlich, also auch da oben auf der Klippe, wenn ich da hoch die Klippe jetzt schaue, da sehe ich tatsächlich bislang keine Häuser. Ist jetzt natürlich nur die Frage, ob er da gerade bauen will, ne? Immerhin hat er da gerade, keine Ahnung, angefangen, eine Brücke zu bauen oder sowas unter Wasser. Deswegen bin ich mir da gerade nicht so ganz sicher. Ja, du kannst ja mal noch bis vorfahren und mal gucken. Und dann drehen wir halt wieder rum. Weil da oben auf der Klippe wäre natürlich prinzipiell auch cool, ne? Dann hast du hier schön Wasser und so alles. Ich weiß noch nicht, ob man da drüben rüber irgendwie mal sinnvoll auf die Klippe kommt. Da gibt's einen Weg. Das ist nicht so schwer. Und hier vorne geht's, glaube ich, hoch auch. Ja. Und da ist auch gleich eine von diesen Höhlen. Aha. Ist das gut oder schlecht, wenn da gleich eine Höhle ist? Da kann man total cool drin Chitin farmen. Achso, ich dachte sterben. Das auch. Ja, also weiß ich jetzt ansonsten nicht. Ansonsten sieht's hübsch aus. Weil hier sehe ich jetzt gerade tatsächlich sonst niemanden. Also ich leg mal vorsichtig an, oder? Dann können wir mal gucken, ob da oben schon was ist. Vielleicht ein kleines Häuschen oder so. Dann müssen wir weitersuchen. Ja, aber dann wären da oben wahrscheinlich keine Bäume. Das stimmt, weil die spawnen ja dann nicht mehr nach, wenn man da baut. Aber Imu? Ja? Du siehst ganz schön alt aus. Graue Haare. Ja. Du siehst auch nicht viel jünger aus. Mein Bart ist auch nicht, ist auch schon am grau werden. Aber Sekaya ist noch einigermaßen hübsch blond. Ja, ja. Meine Haare sind zumindest nicht grau. Ihr habt mir halt schon die Farbe aus den Haaren getrieben. Was ist das da vorne? Ach, ein Moschus. Ein Moschus tut nicht weh. Was bist du? Bist du sicher? Was ist das? Ich glaub, das ist so ein Dieb. Kratz, du hast ihn gezähmt. What? Ja, du hattest Bären. Du hattest Bären auf Null, oder? Die wäre jetzt gerade sein Name.
Du hast die Bären auf 0 gehabt, oder? Wie wir als Tipp bekommen haben, oder? Ja. Ja, und die hatte der gerade geklaut, weil der klaut und dann. Oh, und CK hat den aufgehoben. Der ist ja cool. Ja, also wir haben unseren ersten Dieb. Zwei Diebe, meinst du? Ach so, ja, Sekaya ist auch so ein Dieb, ne? Wir haben einen Dieb und einen Dieb, der den Dieb gediebtet hat. Gediebt. Da kann man Zungenbrecher draus machen. So, wo geht's hier hoch? Das Bin ich ist hier mein Dieb. richtig? Du kriegst ihn nachher wieder. Das ist total komisch, weißt du, da kommt erst so ein Speer links in dein, rechts in dein Sichtfeld und dann kommt Fell. Also das heißt, die zähmt man auch durch Füttern? Ja, nein, die zähmst du durch Klauen und wenn sie dir was klauen, was ihnen gefällt, dann zähmen sie sich damit Du selber. meinst so ein Stick Mayo Berries? Ja, der klaut auch im Zweifelsfall einen kompletten Stack Narkosepfeile. Das ist mir nämlich passiert auf einem anderen Server. Wieso hast du Narkose? Achso, na Anderer okay. Server, anderer Server. Da hatte ich nicht Narkose, die Munition für die Flinte, die Narkose-Munition für die Flinte hatte ich da, die Das Darts. war wieder der typische Betonkompi. Und der hat mir den kompletten Stack Darts geklaut. Ranwachsender Dodo 45. Also wir müssten hier ein bisschen aufräumen, steinemäßig. Aber das ist ja gar nicht so schlecht, weil dann können wir direkt aus Stein bauen, hä? Wenn wir hier die Bäume weghauen und den Stein einsammeln, haben wir direkt was zum Bauen. Ja, aber Steinfundamente gehen erst mit 20. Ich kann bisher nur Steinwände bauen. Da ist der Nächste. Der hat dir was Neues geklaut. Und jetzt? Ja, jetzt trägt das weg. Du hattest nicht keine Beeren auf der Null, oder? Doch, er hat mir die Beeren geklaut. Es waren nicht genug Beeren. Er ist nämlich drei Viertel gezähmt. Ja. Wann hat er denn wieder Hunger? Funktioniert Jetzt hat das er es so? Weiß ich nicht. Ich eingesteckt, habe wieder glaube ich. Beeren. Jetzt hat Inu, du hast ihn wieder gezähmt. Wie geil! Guck, Ein höheres Pego Level. Level 22? Ich kann Sekai jetzt ihren behalten, Inu? Du hast jetzt einen größeren. Wie geil! Also, ja, dann müssen wir die halt. Hier geht ja das mit dem Ersetzen. Dann fangen wir halt mit Holzfundamenten an und bauen danach Stein drüber, oder? Also viel fehlt mir aber auch nicht mehr bis Level 20. Ich fange jetzt mal mit Holzfundamenten an, dass ich was mache. Wo sind die Holzfundamente? Da. Ja, gefällt's uns hier? Ach ja, okay. Gefällt's uns hier? Ja, scheinbar schon. Du bist ja schon gleich anfangen zu bauen. Also mir gefällt's, weil hier kann man hat man was, wo man Wasserdinos rein kann, wenn man Wasserdinos hat. Man hat eine einigermaßen Aussicht auf zerklüftete Gebiete. Und wenn eine Höhle in der Nähe ist, ist das ja auch nicht schlecht, wenn man da, was war das, Eisen und Co. farmen kann, oder? Ich glaube, Eisen und so ist da nicht so viel drin. Ach, Chitin war das, was du gesagt hast, ne? Ja, Chitin auf jeden Fall. Da sind viel, ich weiß gar nicht mehr, Skorpione und so ein Zeug, glaube ich. Super. Also ich kann mich nicht mehr bewegen, habe aber noch nicht genug Kram gesammelt zum was bauen. Du solltest mal ein bisschen Dings leveln. Ja, ich glaube auch. Du weißt schon, Dings und so. Ja, Dings. Ich weiß, was du meinst und du hast recht, ich sollte das mal leveln. Ach komm, dann schmeiße ich jetzt erstmal die Steine weg und heb sie später, wenn ich sie brauche, wieder auf. Und dann komme ich hier bis zu dem Baum und kann da gleich das Holzfundament bauen, dann geht das besser. Kommt denn das alles her? Von dem Denk im Baum. Zweifelsfall dann auch an das S Plus. Wissen wir nicht dann jetzt gleich. Ah, du hast recht, wir sollten jetzt natürlich S Plus bauen. Also mal kurz im Moment. Oh, Mist. S Plus, die heißen dann übrigens Foundations. Also S Plus ist alles in Englisch und ich habe nicht getippt. Du hast schon gebaut? Ich habe zwei Wände schon mal gebaut aus Stein. Ja. Wood. Oh Mann, ist das viel Zeug, was man da lernen kann. Ja, man kann unglaublich viel lernen da. So.
Ich meine jetzt, die Holzsachen sind im Zweifel noch nicht so wild, weil die wollten wir dann eh noch ersetzen. Aber spätestens die Steinsachen sollten wir dann anfangen, S plus zu machen. Ja, ich habe ja Steinwand. Aber ja, ich sehe hier keine noch. Steinwand. Die heißen Stone. Stone. Tipp oben einfach mal Stone ein, dann kriegst du die S plus Stone Wall oder so müsste das dann heißen, ja. Angezeigt. Weil die S plus ist halt komplett Englisch. Ah, okay. Ja, hab ich. Jetzt wird's aber kompliziert mit dem Bauen. Ja, ich bin auch so wahnsinnig schnell schon wieder hier. Was fressen eigentlich die Bärendiebe? Ich denke, keine Ahnung. Neoberries haben sie jetzt gefressen gehabt. Zum Zähmen, ja. Ich sag mal so, wenn man sie mit Bären zähmen kann, werden es auch Bärenfresser sein. Ah, ich bin gelevelt. Ich glaube, ich gehe diesmal mal auf Gewicht. Du meintest doch Gewicht, oder? Ja, du sollst ein bisschen zulegen. Du bist viel zu dünn. Da hinten flog ein Stein rum. Was fällt denn da runter? Ist irgendwas runtergefallen. Sehr merkwürdig. Ein pinker Dodo. Ich wüsste, wie ich dich nenne. Komm mir nicht zu nah, sonst zähme ich dich. Super. Wo wollen wir denn anfangen zu bauen? Ich kann nämlich mich schon wieder nicht bewegen. Ich müsste mal von den Foundations ein paar aufstellen. Such dir was aus. Ich sehe aktuell nicht viel wegen dem Geblende. Wo ist denn der Kani? Ach, da. Das sieht aber jetzt komisch aus. Dein Mikrofon ist aus. Oh, weil eine in der Mitte noch nicht S plus war, deswegen habe ich. Sieht das komisch aus. Aber dann bauen wir halt jetzt nach links und rechts, dann sieht es kein. Ach so. Ja, du hast recht, es sieht tatsächlich oben drauf auch komisch aus. Geh mal weg da. Ja. Das muss halt noch ersetzt werden und professioneller gemacht werden. Du hast recht, das sieht gerade etwas komisch aus. Kannst du das wegmachen? Ich kann es kaputt machen. Ich dachte, Ino hat so eine Pistole zum Aufheben. Stimmt. Ja, aber die wird dann nicht besser dadurch. Dann mache ich es lieber kaputt, krieg die Hälfte an Ressourcen wieder und baue eine S-Plus richtige Foundation, dass es besser aussieht. Nee. Also, Sprachzentrum. Reset bitte. In Folge 1 bauen wir uns den ersten Klotz. In Folge 2 bauen wir uns, naja, auch wieder einen Klotz. Den zweiten Klotz? Naja, in Folge 3 bauen wir uns nicht den dritten Klotz. So viele sei schon mal verraten. Ich spoiler hier wieder. Bist du dir denn auch hundertprozentig sicher? Ja, ich würde wenn dann hier an den Klotz hier weiterbauen, weil hier wollen wir jetzt wohl länger bleiben. Oder hier wollen wir anfangen, die Basis zu bauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, was fehlt? Feuerstein, mir fehlt ein Feuerstein. Ich hätte gern Metallwerkzeug. Metallwerkzeug wäre super, ja. Na, da keine Fasern drin? Doch, hier sind Fasern drin, gut. Hab ich... Hey, ich werde hier mit Steinen beworfen. Den Baum wollte ich auch gleich fällen, aber mir haben Fasern gefehlt, sonst kann ich mich wieder nicht bewegen. Du, 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 du. So ein Scheiß aber. Ach, die Bambusdinger könnte man, glaube ich, auch abernten. Naja, wunderbar, die kann man auch abernten.
Aber ja, wir brauchen wohl dann irgendwann einen Vogel, um dann zu Metallvorkommen fliegen zu können, wenn's die hier, wenn wir die hier keine finden. Es gibt hier in der Nähe welche, aber da muss man halt auch mit dem Vogel hinfliegen. Ja, aber ist ja im Zweifelsfall schon besser als nichts, wenn es welche gibt. Na, Frosch im Hals hier heute wieder. Diesmal kriege ich auch was von den Bau-XPs ab hier. Wer von uns lernt eigentlich Rüstungen? Ich stelle mal eine andere Frage. Wer von uns kann wirklich einigermaßen hübsche Gebäude bauen? Ich nicht. Ich weiß nicht, ob sie am Ende hübsch aussehen. Weil man sollte halt, sagen wir mal, sich darauf einigen, wer Baumeister wird. Und es wäre natürlich sehr von Vorteil, wenn dieser Baumeister dann zufällig noch einigermaßen hübsch bauen kann. Da bin ich mir bei mir nicht so sicher. Bau ganz symmetrisch. Also ich bin mir da ganz sicher, dass ich nicht hübsch bauen kann. Dann werde ich wohl hübsch bauen lernen müssen. Ich weiß nicht, ob Larissa das kann. Ja, oder ich baue. Ja, aber wir sollten halt grobe Aufteilungen machen, wie einer, der hauptsächlich Rüstungen macht, einer, der hauptsächlich baut, einer, der hauptsächlich, keine Ahnung, Waffen, Munition oder sowas macht. Ich würde gern bauen. Und der dritte macht alles mögliche. Ja, gut, dann machst du bauen. Dann kann ich von mir aus Rüstungen machen. Oder ich mach Waffen. Wenn euch das nicht stört. Ich mach Waffen. Dann nehme ich die Rüstungen. Okay. Und Larissa wird dann so ein Crossover oder darf sich um die Besattelung kümmeln? Ja, ich sag mal so, die Grundlagen an Bauelementen sollte schon irgendwie jeder können. Ja, klar. Zumindest bis Stein, dann kann ja jeder für den anderen die Sachen herstellen. Aber du lernst halt dann wahrscheinlich zum Beispiel auch die schrägen Sachen. Weil bei S Plus gibt es tatsächlich auch Triangle Foundations, also Dreiecks Foundations, dass du hübscher bauen kannst teilweise. Müsstet mir vielleicht in etwa dann sagen, was ihr gerne hättet. Also ich hätte gerne ein hübsches, mehrstöckiges Haupthaus. Im Zweifelsfall kann ja jeder dann so noch so ein eigenes Haus mit dabei stellen irgendwann. Aber ich hätte halt gerne irgendwas, wo im Erdgeschoss Lager ist und Werkstatt oder so. Oder im Erdgeschoss Lager, im ersten Stock Werkstatt, keine Ahnung. Und dann halt ich baue halt immer gerne groß, also da müsst ihr euch drauf einstellen. Ja, das ist ja okay, aber es wäre halt cool, wenn es eine hübsche Außenform irgendwann gibt. Dass das jetzt erstmal am Anfang ein eckiger Klotz ist, ist ja normal. Ich hätte gerne einen Balkon übers Wasser. Ja, auf jeden Fall überhängender Balkon, das wäre cool. Also wir können auf jeden Fall mal noch eine Reihe Foundations nach vorne machen, locker, denke ich mal, oder? Dass wir näher an die Klippe kommen, dass wir dann einen Balkon machen können. Ja, 3 ist eh ein bisschen kurz. Ja, also nach vorne anhängen. Ich würde mindestens auch 5x5. Erstmal. Wahrscheinlich sogar noch größer. Wie gesagt, ihr habt jetzt den Größenwahnsinnigen zum Baumeister gemacht. Ja, das macht nichts. Es soll aber hübsch aussehen. Klappt es dann mit 5x5, wenn du schon so planst, auch mit Schrägdächern? Weil du magst ja auch schräge Dächer. Kommt halt im Zweifelsfall drauf an. Wenn die Grundfläche 5x5 ist, ist die Frage, ob ihr dann einen überhängenden Balkon haben wollt oder dass die zweite Etage einfach eins kleiner ist und dann 5x4 wird zum Beispiel. So, nee, der darf gerne überhängen, finde ich. Der darf gerne überhängen. Weil ich hätte im Zweifelsfall auch unten eine richtig große überhängende Terrasse noch gemacht, im Zweifelsfall. So eine Partyterrasse, weißt du, wo man dann ja genau, so meine ich das ja. Also das war die untere Etage nach vorne drüber hängt. Genau. Das war so der Gedanke. Genau, also eine Terrasse, kein Balkon. War also falsches Wort. Und da dann, im Zweifel hätte ich ja auch größer gemacht, dass man da so Partyterrasse irgendwann macht, mit Tischen drauf und bla. Dass wenn man Besuch kriegt, man da richtig Party feiern kann. Aber die Terrasse würde ich dann aus Holz eher machen. Ja, die Terrasse sollte Holz bleiben, das stimmt. Du haust hier Dodos.
Ich hau keine Dosis. Könnte wetten, die haben dir nichts getan, Sekai. Also ihr habt mich zum Rüstungsbautypen ernannt, also muss ich Dodos hauen. Siehst du, deswegen wollte ich keine Rüstung bauen, sondern hab mich nochmal für Waffen umentschieden. Ah, du bist also dann lieber der, der den Mörder unterstützt. Ja. Geronimo! War hier oben nicht mal Wald? Oh, ich dehydriere. Ich nehme erstmal Beeren. Spring runter, dann kannst du was trinken. Ja, ich habe erstmal ein paar Beeren genommen, dass ich hier noch mich entladen kann hier oben. Oh ja, so ein Turmspringturm für ins Wasser wäre cool. Oh. Also Punkt A, wenn einer von euch ein Parasaurus möchte, da unten ist einer, der hängt in einem Loch fest. Punkt B, hier direkt springen ist keine gute Idee, da fällst du auf Stein. Wieso hast du dich mal nicht so an? Nein, aber ich habe da gerade runtergeschaut. Ja, deswegen müssen wir einen Turm rausbauen. Dafür machen wir doch die überhängende Terrasse, oder nicht? Aber ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich da mal ins Wasser springen soll, ob das tief genug ist. Ich probiere das aus, weil ich habe Durst. Ich habe nämlich schon wieder Durst. Warte, ich will dir zugucken. Hep. Und hey, ja, ja. Hep. So, ich bin auf unserem Sprungturm. Ich nenne das Ding hier jetzt Sprungturm. Oh, cool. So. Also, im Stream dürft ihr jetzt von mir aus gleich alle lachen. Mal gucken, ob es schief geht. Da sind nämlich überall Felsen da unten. Ich versuche, die Lücke zu treffen. Achtung, geh weg. Ich will genau darin springen. Geronimo! Flatsch! Na? Flachkörper macht Laune. Cool. Schade, ich habe keine Todesmeldung gesehen. Ich habe einen Trike. Ich gehe mal gucken, wie groß der ist. Du kriegst noch eine Chance, eine Todesmeldung zu sehen. Wegen dem Trike? Der greift ja von sich aus nicht an, aber er hängt fest. Das ist Level 15. Oh, das ist aber schon sehr eng. Ach so, damit reinspringen? Ja, da musst du zielen. Ja, ich habe mir Mühe gegeben. Aber es geht. Aber hier wäre ein Trike, der gerade festhängt. Ja, ich habe schon die Speere parat. Ja. Möchtest du auch Wenn welche er festhängt, haben? Bist du der Meinung, dass du ihn da rauskriegst? Na ja, gut, du hast recht. Level 15, hau mal lieber mal um und hoffen, dass was Größeres nachspawnt. Du hast ja recht. Warte, ich habe auch Speere, ich helfe dir. Er hängt nicht mehr. Oh oh. Juhu. Trike Rodeo. You killed a trike. Oh oh. Was denn? Der hat mich ganz schön erwischt. Willst du ihn auseinandernehmen oder soll ich ihn auseinandernehmen? Ich muss erst mal gucken, dass ich nicht gleich sterbe. Oh, dann fange ich an. Haben wir schon Lagerfeuer da oben? Nee. Dann bauen wir gleich noch. Ich würde noch die Dodos hier mitnehmen. Ja, aber nachdem wir jetzt auch Fleisch haben, würde ich ein Lagerfeuer bauen. Ja. So, wenn ich es vorhin richtig im Kopf habe, habe ich gesagt, ich habe bei 20 die Aufnahme gestartet. Ich glaube, sowas habe ich im Kopf. Das heißt, ich mache mich mal langsam wieder daran, mich hier zu verabschieden. Denn wir sind bei 48, also 28 Minuten. Wir bauen also jetzt mal gemütlich da das Häuschen da oben fertig. Es wird schon wieder dunkel, ich nehme wieder eine Fackel. Ist der Meinung, wir schaffen das schon fertig? Na, gemütlich weiter fertig, ist das besser? Und ja. Sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn das dann so, zumindest die erste Wand mal steht, mindestens. Es geht schnell. Haben wir einige auf Vorrat. Und dann schauen wir mal, wie weit wir dann noch kommen, was dann als nächstes geplant wird. Auf jeden Fall wird das hier größer. Irgendwann wird Laris wieder zu uns stoßen, glaube ich. Wie sind wir denn vor uns hier hochgekommen? Dann das Seite irgendwo. Außenrum. Sollen wir irgendwann Wegweiser für dich aufstellen, Sekaya? Ja, das wäre also ganz gut, cool. Wir werden in der nächsten Folge vielleicht Wegweiser aufstellen, wer weiß das schon.
Aber bis dahin sage ich dann erstmal tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao, ciao.